Ja, Leute, hallo und herzlich willkommen zu meiner kleinen Dezember-Zeitreise heute am 12. Dezember. Ja, jetzt sind wir schon die Hälfte der Strecke gegangen bis Weihnachten und auch heute versuche ich wieder für euch geschichtlich relevante und interessante Themen herauszufinden und werde euch gleich mal zeigen, womit es heute losgeht. Und der erste Halt im heutigen Kalender ist das Jahr 1913. Und da geht es um diese Dame hier, die haben wahrscheinlich alle schon mal gesehen. Das ist die Mona Lisa, gemalt von Leonardo da Vinci. Und die wurde am 12. Dezember 1913 wiedergefunden oder wieder zurückgegeben, da sie 2 Jahre zuvor aus dem Louvre entwendet wurde, und zwar von einem Handwerker. Der wollte das Bild dann irgendwie wieder nach Italien schaffen, wollte damals 500.000 Lire dafür haben und wurde dann natürlich dementsprechend erwischt. Und der Junge hatte so viel Glück, weil er als Gelegenheitsdieb eingestuft wurde, bekam er nur 7 Monate Freiheitsstrafe. Und durch diesen ganzen Vorfall und den Rummel um dieses Bild ist die Mona Lisa als Bild noch viel berühmter geworden, als sie eigentlich vorher schon war. Der nächste Halt ist schon 2 Jahre später, und zwar im Jahre 1915. Das Ganze findet auch wieder in Deutschland statt und da geht es um das hier. Das ist ein Flugzeug, werdet ihr sagen, ist doch nichts Besonderes. Geflogen sind die Menschen schon vorher, aber das war schon was Besonderes, denn das ist die Junkers J1 und sie war das erste verspannungslose, selbsttragende, flugfähige Ganzmetallflugzeug. Ja, auf der Basis eines Mitteldeckers ausgelegt und das Konzept wurde 1910 schon als Nurflügelpatent eingereicht. Und dieses Flugzeug machte am 12. Dezember 1915 seinen Erstflug, wurde dann aber nicht übernommen, weil es doch ein etwas zu schwachen Motor hatte und ich sage mal, der Antrieb sorgte dann dafür, dass die Steiggeschwindigkeit doch zu gering war und es wurde dann ein neues Projekt in Auftrag gegeben. Aber es war auf alle Fälle das erste Ganzmetallflugzeug, was in der Luft war. Ja, und wo wir gerade bei Flugzeugen sind, machen wir den nächsten Stopp im Jahre 1953. Ja, und da geht es um diese Maschine hier, also eigentlich von der Entwicklung her schon viel, viel weiter als das, was wir eben gesehen haben. Und mit dieser Maschine wurde am 12. Dezember 1953 ein Geschwindigkeitsrekord von über Mach 2 erzielt, genau gesagt von Mach 2,435 und eine größte Höhe von 27.400 Metern. Chuck Yeager, der Testpilot, der das Ganze geflogen hat, hatte damals auch den Flug mit der ersten Version der Bell X1 ausprobiert und war auf Mach 1,015 gekommen. Und diesmal hat er das Ganze extrem übertroffen. Ja, und wenn wir schon bei Thema Luft sind, machen wir den nächsten Stopp im Jahr 1955 und da geht es um diese Gerätschaften hier, das sogenannte Luftkissenboot oder Hovercraft. Das wurde am 12. Dezember 1955 von Christopher Cockerell in Großbritannien zum Patent angemeldet. Natürlich noch nicht in dieser Bauform, wie ihr es hier seht, sondern er ließ erstmal ein 60 cm langes Arbeitsmodell bauen. Er fing mit Experimenten an, mit leeren Blechdosen, einem Föhn und Küchenwagen, um dieses Prinzip überhaupt erstmal zu beweisen, dass es funktioniert. Ja, und es hatte funktioniert. Er hatte dann einen technischen Kniff dabei, das war eine doppelwandige Führung des Luftstroms an der Außenkante des Fahrzeugs, so dass dieser an Druck gewann und damit überhaupt in der Lage war, das Fahrzeug mit vergrößerter Effizienz vom Boden abzustoßen. Heute kennt die Dinger eigentlich fast jeder, es sind zwar nicht allzu viele im Einsatz, aber auch militärisch werden diese Teile genutzt.
Ja, und bei unserem nächsten Stopp im Jahr 1999 geht es weder um militärische Dinge, sondern eher um geistliche Dinge. Das Ganze seht ihr hier in diesem Bild und es geht um die Kathedrale der unbefleckten Empfängnis in Moskau. Diese wurde 1911 erbaut und wurde dann aber 1938 von der kommunistischen Regierung geschlossen und für andere Zwecke missbraucht. Circa 60 Jahre lang und dann wurde das ganze Gebäude restauriert und renoviert und am 12. Dezember 1999 wurde sie wieder ihrer ursprünglichen Bestimmung zugeführt. Ja, geweiht wurde sie dann im Jahre 2001 und erhielt ihren Status als Kathedrale 2002 wieder zurück. Das war's von mir für heute. Ich hoffe, es war ein bisschen was für euch dabei, was euch interessiert hat. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, ciao, euer Dirty Harry.